Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir Fallout Shelter weiter. Und die Babys sind da. Noch nicht alle. Also diese Frau, die müsste eigentlich auch gleich soweit sein. Wir warten noch mal ein bisschen ab. Also in der... Ich habe ein bisschen weiter gebaut. Hier unten nur zwei weitere Baracken. Und ja. Und wir haben noch eine Mission abgeschlossen. Ein Ziel. Sammel 500 Energie. Haben wir gemacht. Das können wir uns abholen lassen. So. So, jetzt müssen wir den Tempo-Modus erfolgreich in 4 Räumen machen, durchlaufen lassen. Okay, die beiden haben jetzt ein bisschen Spaß, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Dann versuchen wir es mal hier. Mit viel Glück schaffen wir das. Einmal. Haben wir das auch noch ein zweites Mal? Man weiß es nicht. Knapp. Komm. Und. Jawohl. So. Level up. Und hier ist auch noch jemand. Ah, jetzt haben wir das Baby aufgeweckt. Aber ist auch kein Problem. Machen wir das erstmal. Hier haben wir auch jemanden. Und hier ist noch eins. So. So, hier haben wir die. Hier ist schon wieder eine Schwanger. Auf jeden Fall. So, hier ist das nächste. Ich habe ja gesagt, das kann nicht mehr so lange dauern. So. Wie immer sagen, sie kommt hier wieder mit rein. Ein bisschen arbeiten. Und er natürlich dann auch. So. Wir brauchen noch, wir müssen noch zweimal den Tempomat einschalten. Ah, schade, fehlgeschlagen. Ist nicht gut. Oh, da kommen ein paar mehr Kakerlaken. Aber ich glaube, das schaffen wir. Ja, perfekt. Keiner gestorben. Alles easy. Versuchen wir es hier unten. Jawoll, das war einmal. Das versuchen nochmal zu machen. Und Action. Schade. Geht noch nur noch einmal. Und dann haben wir das auch geschafft. Oh, er hier ist verwundet. Ah ne, er ist nur ein bisschen verwundet. Also, das ist nicht so schlimm. Na, hat sie nie der. Jawohl. Okay, einmal müssen wir das auf jeden Fall irgendwo machen. Bitte, 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 bitte. Jawohl. So, damit haben wir wieder ein bisschen mehr Cash in der Tasche. So, haben wir. Sammel 1000 Kronkorken im. Oh mein Gott. Im Ölland. Ölland. Outland. So. Ölland.
Alles klar. So, Sammel 10 Outfits. Okay, das ist ein. Ja. Dass drei Männer und Frauen tanzen. Ja, das kriegen wir eigentlich hin. Das sollte nicht so das Problem sein. Nehmen wir uns den, Kameraden. Und sie hier einfach. So, wir haben jetzt 19 Bewohner. Die Kinder werden natürlich auch dazu gerechnet. Somit müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, weil die Kinder müssen ja noch erwachsen werden, damit sie arbeiten können. So, tanz einfach und dann. Ja, wir haben jetzt die Krankenstation freigeschaltet, das Forschungslabor und das Aufseherbüro. So. Wir bauen erstmal die Krankenstation, weil dann können wir uns Medikamente halt. Ja, haben wir halt Medikamente zur Verfügung. So, ich würde sagen, die Krankenstation bauen wir hier oben. Gleich nebenan. So, was haben wir genug? Wer ist denn dafür überhaupt? Bilde. So, er hat die 4. Die zwei, wo ist der Dieb wieder? Wo ist der Dieb? Da. Na, hast wohl gedacht, nein, gern sie verstecken von mir. Zwei, eins, zwei, zwei, eins. Okay, ich glaube, ich habe nur einen Kandidaten, der das wirklich packt und auch kann. So. Nee, der kann das auch nicht. Kann sie sowas? Nee, kann sie nicht. Er könnte ein bisschen, aber auch nicht. So, auch nicht. Ja, dann müssen wir den Kandidaten hier mal abziehen und hat er ja nicht gerade noch 5? War das doch ein anderer? Ne, das war der rum. Okay, rein da mit. Mal sehen. Der Schwede. So. Wie lange braucht er? 8 Minuten, um eins herzustellen. Okay, hier passen auf jeden Fall 2 Stück rein. 2 habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Obwohl. Ich könnte einen aus der Küche da reinziehen mit. Aber dann würde es ein bisschen nur. Ja. Oh, er ist ganz gut. Jetzt lernt er auch noch was dazu. Er hier lernt überhaupt nichts. Ich glaube, ich stecke den einfach mit da rein. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber mal sehen. So, Level 10. Lernt er jetzt was? Nee, er lernt einfach nichts dazu. Oh, wir haben es auch geschafft. 200 für uns. Zack. Nice, so ist das gar nicht mal schlecht. Das wollte ich gucken. Was braucht man denn hierfür, wenn man hier rein will? Ah, guck mal. Braucht man Wissen? Der hat Wissen. Ja. Sie hat auch ein bisschen Wissen, aber auch nicht viel. Wir brauchen unbedingt sowas wie eine Schule oder sowas. Damit die ein bisschen mehr lernen und so. Aber jetzt geht das schon ein bisschen schneller. So, jetzt könnt ihr wieder arbeiten gehen. Und nichts kommt nichts, weil Wasser wird langsam knapp.
So. So, Krankenstation haben wir. Lagerraum benötigen wir noch nicht. Ein Forschungslabor. Wie teuer ist denn das? 400. Ein Aufseherbüro haben wir jetzt. Kostet aber 1000. Somit, wenn wir erstmal das Forschungslabor nehmen, bauen. Wo bauen wir das denn am besten hin? Wir können es hier gleich daneben bauen. Aber ich glaube, ich baue da noch eine Krankenstation hin und vielleicht vergrößert die sich ja natürlich dann auch. Ja, ich würde das. Schwierig zu sagen. Wir bauen die hier hin. So, was kann man hier? Achso, das ist auch genau. Dann stecke ich dich mal mit hier rein. Auch wenn das ein bisschen länger dauert, ist das ja kein Problem. So, jetzt haben wir noch 275 Kronkorken zur Verfügung. Sehen, ob wir noch was bauen können. Irgendwas Kleines, ja, hier. Irgendwas mit Strom. Aber das macht keinen Sinn. Weil wir hier können noch zwei Leute rein. Hier können noch drei Leute rein. Uns fehlen einfach die Leute wieder. Und eine Baracke kostet schon 740. Und Korken. Und die haben wir im Moment überhaupt nicht übrig. Was sind denn die neuen Ziele? Ihr haarlose Bewohner in einem. Yeah. Ja, zwei haben wir davon. Zwei mit Glatze haben wir. Das wird eine Herausforderung sein. Da muss ich auf jeden Fall einmal jemanden loschicken. Oh, der Dieb ist wieder da. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn der? Oh, jetzt sehe ich ihn nicht. Scheiße. Er hat Cash dabei. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Schade. Hat sich irgendwo versteckt, wo man ihn richtig schwer sieht. Aber wie lange brauchst du? 15 Minuten. Uiuiuiui. Ziemlich heftig. Ja. Das wird noch alles ein Haufen Arbeit sein, weil wir das Ganze noch alles aufrüsten. Oh ja, aufrüsten. Aufrüsten wollte ich eigentlich machen. Und okay, es gibt einen Angriff. Es gibt einen Angriff. Leute, packt die Knarre raus. So. Und dann, hier ist keiner mit Waffe. So, einmal nach oben bitte. Kollege Schwarzfuß, du auch noch oben. Ohne Waffe, nein, hast du nicht. Aber er hat eine Waffe, 100 Pro. Und wenn ich das sehe.
Okay, die eine ist da schon verwundert. Ne, du musst hier weg. Du musst dahin. So. Etage 2. Er hat noch eine Waffe, du hast eine Waffe. Okay, du nach unten bitte. Wir gehen zuerst in den linken. Jetzt könnt ihr mit. Ja, so ist gut. Oh, nice. Eine geile Ausrüstung. Ah, das hat auch gezählt. Nice. Das ist auch eine tot. Er wird es auch nicht lange überleben. Ja, er humpelt schon. Alles easy. So, jetzt nur ein Durcheinander. Ich hoffe, die gehen dahin, wo die herkommen, alle. Ja, die gehen alle dahin, wo sie herkommen. Das ist natürlich ganz gut, wenn man so einen Angriff hat, dass man die einfach verschieben kann. Und hinterher, dass sie auch an ihren Platz wieder zurückkehren, wo sie herkommen. So, eine Spritze ist fertig. Wer ist krank? Seid alle voll krank. Weiß es nicht. Sollte ich die erstmal sparen? Wie viel Platz haben wir dann? Noch 8 Platz. Oh, Strom. Wir haben gar keinen Strom. Der Strom müssen wir auch noch aufrüsten, aber wir haben die. Das Kleingeld nicht. Wenn das einmal aufrüsten, dann haben wir auf jeden Fall mehr Produktion, also 14 plus. Und Lagerung, das ist ein bisschen höher dann, aber das läuft alles. So, Level 9, herzlichen Glückwunsch. Wenig Wasser, das ist mir bewusst. So, der 3. Pack mal da oben hin. Sonst nix, du auch nicht. Ja, die hier ist gut. Wie lange brauchst du denn noch für einen? War es 12 Minuten? Ja, dann lass das erstmal. Lass die Finger davon. Wir müssen auf jeden Fall alles ein wenig runterhalten, aber das ist einfacher gesagt als getan. So wie Essen, oh, dieser Strich hier. Das wäre natürlich ganz nice, wenn wir den auch bei Strom und Wasser hinkriegen. So, Level 8. Herzlichen Glückwunsch. So, viel wird nicht mehr passieren. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.